Lepra-Kranken! Almosen für einen Ex-Lepra-Kranken! Immer dasselbe mit diesen Eselzüchtern. Nie haben die Kleingeld. Oh, die kann ich anhauen. Spenden Sie ein Talent für einen Ex-Lepra-Kranken? Schwab! Spenden Sie ein Talent für einen alten Ex-Lepra-Kranken? Ein Talent? Das ist mehr, als der Junge in einem Monat verdient! Dann ein halbes Talent! Zieh Leine! Lass uns feilschen, los, Krummnase! Was? Gut, ohne feilschen. Sagen wir, du hast mit einem Schekel eröffnet. Ich habe mit 2000 angefangen, dann würden wir uns 2800 Nein. treffen. 1750! Verschwinde! 1740! Du lässt den Jungen jetzt zufrieden! Also gut, zwei Schekel, nur zwei. Macht doch Spaß, oder? Hör zu! Er wird dir kein Geld geben, verstanden? Und jetzt verpiss dich! Okay, Sir, mein letztes Angebot. Einen halben für einen Ex-Lepra-Kranker. Sagst du Ex-Lepra-Kranker? Ganz recht, Sir. 16 Jahre hinter der Glocke und mächtig stolz drauf, Sir. Und was ist passiert? Ich wurde geheilt, Sir. Geheilt? Ja, ich war ein verdammtes Wunder, Sir. Gott segne Sie. Wer hat dich geheilt? Jesus war es, Sir. Ich komme da meines Weges gehüpft, grübel über dies und das ja und auf einmal kommt er angesaust und heilt mich. Eben noch ein Leprakranker mit einem Gewerbe, im nächsten Moment war ich arbeitslos. Er hat mich nicht mehr gefragt, ob er darf. Er sagte nur, du bist geheilt, Kumpel. Verdammter Wohltäter. Nun, warum gehst du da nicht zu ihm und sagst ihm, dass du wieder Lepra haben willst? Na, das könnte ich natürlich tun, Sir. Ja, ich schätze, es ging schon klar. Ich denke mir aber, dass es vielleicht besser wäre, wenn er mir einmal in der Woche ein lahmes Bein verschafft. Also was, womit man betteln kann, aber nicht gerade Lepra. Das ist wie die Pest am Arsch, um offen zu sein. Entschuldigen Sie. Brian! Komm jetzt und mach dein Zimmer sauber! Da. Danke, Sir, danke. Was, ein halber Denar für meine ganze verdammte Lebensgeschichte? Manchen kann man es wohl nie recht machen. Genau, was Jesus gesagt hat.